Hallo ihr Lieben, hier aus unserer Coachingzentrale mit ein paar Impulsen aus meinen Coachings und auch aus Gesprächen mit unseren zukünftigen Klienten, wo es immer wieder geht um ja, extreme Harmoniebedürftigkeit, extreme sich verbiegen lassen mit Hoffnung, wenn ich das und das mache, dann werde ich anerkannt. Und ja, das muss ich auch knallhart ansprechen, denn egal wie du dich verbiegst, wie ein Brezel, egal was du machst, es wird am Ende so sein, dass du dich leider nur gebrauchen lässt und du wirst nicht glücklicher. Die anderen Menschen werden immer irgendwie was aussetzen haben an dein Verhalten, an deinen Taten, an das, was du eventuell noch mehr geben solltest, machen konntest, um sie noch glücklicher zu machen. Und die Sache ist, wenn du dich um dich selbst nicht kümmerst, wirst du nicht glücklicher sein, dadurch, dass du nur dich gebrauchen lässt und rumschubsen lässt. Es geht um viele mögliche Themen. Es geht um Partnerschaften. Es geht um Beziehung zu Ex-Partner. Es geht um Eltern-Kind-Beziehung in getrennten Partnerschaften. Es geht um Partnerschaften, wo ein Partner betrogen worden ist und denkt, wenn ich ihm jetzt glaube, das, was der mir verspricht, dass es besser wird, dann wird es definitiv besser. Er hat doch versprochen, aber er hat dir doch auch versprochen, dass er dich niemals betrügen wird. Wenn ich mein Kind alles Mögliche gebe, wird mir alles Mögliche verzeihen. Oder wenn ich meinen Ex-Partner, Ex-Partnerin alles hinterlasse, wird mich zum Himmel heiligen und sich bedanken und wird mich immer wieder gut in Erinnerung haben. Glaub mir, Leben funktioniert ein bisschen anders. Und wenn du auf den Stern hast, nutze mich aus, behandle mich nicht gut, dann wirst du auf solche Menschen treffen, die einfach immer wieder deine Grenzen überschreiten. Wenn du immer wieder auf Partner triffst, die dich immer wieder schlecht behandeln, frage dich, wo hast du vergessen, deine Grenzen zu zeigen? Wenn du in Familien, in Beziehung zwischen deinen Geschwistern und dir oder sogar deinen Eltern dich immer wieder wie Kleinkind behandeln lässt, wundere dich nicht, dass du so behandeln wirst und immer wieder ausgenutzt wirst, immer wieder hintergangen wirst, immer wieder dir werden immer bestimmte Forderungen gestellt und Leistung wird verlangt, aber Liebe wird nicht gegeben. Weil, ehrlich gesagt, so funktioniert das nicht. Viele Menschen tragen in sich diese Glaubenssatz, wenn ich das und das mache, dann bekomme ich Anerkennung oder ich werde geliebt für meine Taten. Aber im Leben, es funktioniert nicht so. Im Leben sollten Beziehungen auf eine Gleichgewicht funktionieren und Loyalität sollte das Hauptwort sein, wenn man in alle möglichen Beziehungen eingeht. Wenn dich deine Geschwister schlecht behandeln und du das erlaubst, dann bist du selber schuld. Wenn dich vielleicht dein Kind wie auch immer schlecht behandelt und du da keine Grenzen setzt, dann bist du selber schuld. Wenn du dich rumschubsen lässt und als erwachsene Person dich als Opfer stellst und sagst, ich habe doch alles Mögliche gemacht und trotzdem lieben die mich nicht, dann verändere einfach deine Taktik. Stell dich als erste Stelle, sag bis hier und nicht weiter. Und so wirst du merken, wie du deine Stärke, wenn du das gelernt hast, ausstrahlen kannst und wie Menschen, die dich nie respektiert haben, dich verlassen werden. Ja, da gibt es auch natürlich bestimmte Folgen von deinem Verhalten. Aber in dein Leben werden Menschen kommen, die dich wertschätzen, die von dir nicht verlangen, dass du den immer nur dienst und sich gebrauchen lässt, die dich für deine Stärken wertschätzen, die dich wertschätzen als Mensch, die dich vielleicht interessiert, ja, die auch interessiert, wie es dir geht, wie du dich fühlst, die dich nicht nur als Mülleimer missbrauchen. Und das ist genau dieses Thema Konditionierungen. Wir alle würden erzogen, um sei artig, sei lieb, mach doch für andere Leute was und mach doch immer anscheinend, dass du gutmütig bist. Und ich bin auch extrem konditioniert worden in Polen durch Erziehung, durch katholische Erziehung. Und glaub mir, ich bin ganz oft auf meine Fresse gefallen, weil viele Menschen, unheimlich viele Menschen, haben mich bis Extremste ausgenutzt, bis ich gelernt habe, bis hier und nicht weiter. Und das ist kein Egoismus, das ist kein schlechtes Charakter. Das ist Akt der Selbstliebe. Und bei uns, durch unsere Human Design Analysen und durch unsere
Tests zum Konditionierung können wir dir einfach aufzeigen, wo deine ankonditionierte, ja, Fehler im System sind, wo du einfach auf Autopilot immer wieder bestimmte Fehler wiederholst, weil du denkst, Liebe ist Leistung und ich muss mich bemühen und ich muss doch Harmonie bewahren und ich bin doch streitsüchtig, wenn ich was dagegen sage und ich bin, ich muss geben. Nein, du bist dafür, um dich an der ersten Stelle stellen. Wenn dir gut geht, kannst du schauen, wem du helfen willst, wie du helfen willst und wenn du aus deiner Stärke Nein sagen kannst, dass auf deinem Stirn nicht mehr steht, nutze mich aus, behandle mich schlecht und was auch immer. Betrüge mich. Betreibe Lügen über mich oder was auch immer. Das wird endlich Ende haben. Und ja, in dein Leben werden Menschen kommen, die dich wertschätzen, die dich dafür lieben, wie du bist und die nicht stört, deine Persönlichkeit, die dich bewundern. Wenn du mehr davon erfahren möchtest, melde dich bitte bei uns hier unter dem Post oder im Bio und lass uns einfach sprechen. Ich kann dir erklären, wie das alles funktioniert, wie du dank unserer Hilfe strahlen wirst, deine Stärke, wie du dich erinnerst an deine wahre Stärke, die du in dir sowieso trägst, nur durch die Konditionierungen irgendwo zur Seite geschoben hast. Und jetzt komm endlich in deine Kraft, werde glücklich, trenne dich von Menschen, die dich nur missbrauchen, unterziehen und fertig machen wollen, um selber vielleicht besser auszusehen oder sich zu fühlen, um sich irgendwo dich missbrauchen als Mülleimer und wirst du sehen, wie genial dein Leben wird. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, wenn du mit mir sprichst. Ich habe schon viele Sachen erlebt und glaub mir, Leben ist viel, viel leichter, wenn man bestimmten Ballast abwirft und versucht oder lernt, nicht allen Menschen versuchen, recht zu machen. In diesem Sinne, ja, sonnige Grüße aus unserer kroatischen Coaching-Zentrale, deine Justina. Ciao, ciao.